Hallo Gessenk, Enrico Puschka aus Oberland. So, nach langer Zeit mache ich heute wieder mal ein kurzes Video. Bin einfach mal rausgegangen, einfach die Zeit einmal ein bisschen genießen. Eigentlich wollte ich keine Kamera mitnehmen heute, aber ich habe sie trotzdem mitgenommen, damit auch mal wieder ein Video von mir rein ist. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt meinen M71 Kocher mit und so einen Brennpasta habe ich mir gekauft, separat noch. Und da werden wir halt noch einen Tee und ein paar chinesische Nudeln machen. Und heute werde ich eventuell einmal nicht so viel reden als sonst. Aber ich hoffe, es bleibt jetzt trotzdem dabei. Und ich würde sagen, gehen wir los. So, da bin ich gerade bei dem Bach angekommen. Und das zeige ich euch jetzt. So, ich hoffe, dass ihr mich hört, weil gerade neben mir rinnt ja der Bach herunter und ich werde jetzt dabei inzwischen alles aufbauen und dann schalte ich euch wieder dazu. So, inzwischen habe ich jetzt schon alles aufgebaut, als hergerichtet besser gesagt, und da werde ich jetzt mir einen Tee machen und da habe ich und nachher noch so chinesische Nudeln machen wir. Und da habe ich war vor ein paar Tagen beim Metro und habe mir so eine Brennpaste mitgenommen. Ich hoffe, man sieht es. Und da tue ich einfach nachher vom M71 den Topfaufsatz drauf und das probiere ich heute aus. Das ist wieder mein Lieblingstee. So, die Nudeln sind jetzt fertig und die lassen wir jetzt schmecken.
So Leute, jetzt habe ich alles zusammengeräumt. Und ich werde jetzt nachher die Heimreise antreten. Ich werde einfach nur mal ein, zwei Stunden mal rausgehen, nachher die Zeit für mich einmal. Und ja, wie ich gesehen habe, jetzt habe ich den Platz durch genauso hinterlassen, wie ich ihn vorgefunden habe. Also sauber. Und ja, wie gesagt, jetzt werde ich mal Richtung Auto gehen und nachher melde ich mich nochmal. So Leute, jetzt bin ich beim Auto angekommen und ich werde mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mir aber ein Like oder ein Abo natürlich gefallen. Oder kommentiert es mir natürlich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Pfeding.